Halli und hallo alle miteinander. Ich bin der Yoshi Gamer und heiße euch zu einem neuen kleinen Indie-Horror-Projekt willkommen. Und zwar Tequila Walks Deadlight Director's Cut. Ja, ein kleines Jump-and-Run-Game, 2D-Jump-and-Run-Horror-Game. Ist ja ganz spannend. Ich muss dazu sagen, hab das Spiel schon durchgespielt an einem einzigen Abend. Das hat echt nicht lange gedauert. Aber nachdem ich es durchgespielt hatte, habe ich den Albtraum-Modus freigeschaltet. Was er beinhaltet, keine Ahnung. Aber ich dachte, wenn es schon einen Schwierigkeitsgrad gibt, let's play ich den doch einfach. Weil dieses Spiel hat eine echt schöne Geschichte. Kann ich schon mal sagen. Also es ist ein sehr schönes Spiel. Und deswegen wollte ich euch dieses Spiel unbedingt zeigen, weil ich es so gut finde. Und ja, ich würde sagen, wir starten Albtraum-Modus. In diesem Modus werden keine Fortschritte gespeichert. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da alle Kapitel von vorne machen müssen oder so, aber egal, schauen wir mal. Wer ja, schon dran? Hört es euch an, dann gehen wir da. Just like sharks. When they stop moving, they die. That's how you are, Carla. Save yourself. After the storm came the calm and silence that make men crazy. Carla! Carla! Why? Randy? Can you tell me what the fuck happened here? She's been bitten everywhere. She knew she shouldn't have gone outside. You killed her, you bastard! You murdered her! She's dead! What the hell have you done? Why? We'd all be dead by now because of your little sister. How many times have we said not to separate from the group? Never means never. Shiloh drawing their attention even more. Either we reach the military shelter that you talk about so much, Grandpa, or we'll die right here. The radio message said that it was around here. It's a bit more than 5 miles west. Let's get out of here. Boom! I'm not leaving my sister here all alone. Nothing can be done now, Stella. Sam, Ben, Stella, get out of here. Get to the sea. I'll meet you. I've got to find my family. It's the only place they could have gone. Stay strong, Randy, and good luck. I know we'll find them. That day was not the beginning of anything. Or the end of something. It was just one more day. A day like any other. The world was dying, and we were its survivors. Good luck, Randy. Akt 1, willkommen in Seattle. Ja, Leute, und es geht los. Okay, Leute, ja, ihr seht, man kann rennen. So, guck mal, so rennt man, so kann man springen. Ja, mit X können wir Sachen interagieren, also Leichen suchen. Sachen untersuchen und ja, das haben wir. So, wie schon gesagt, ich weiß nicht, was der Albtraum-Modus für uns im Takt hat. Wir können halt rennen, klettern, springen. Genau. Und ihr habt's bemerkt, es geht um Zombies. So, genau. Mit, wir können Türen eintreten, falls wir es eigentlich haben. Hier können wir, guck mal, da geht das jetzt auf. Ich habe das Spiel vom Ton her ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, das reicht aus. So, wir laufen einfach mal. Wir haben oben links 3 Leben insgesamt und das blaue ist eine Ausdauer. Ich kann ja mal rennen, guck mal, wenn ich renne, dann geht die Ausdauer alle. Das gleiche geht auf das Klettern, wenn wir uns irgendwo anhängen, dann geht auch unsere Ausdauer weg. Eigentlich sehr cool und macht. Deswegen. Und dann, da komme ich hoch und hoch zu da. Ja, hier geht es darum, einfach wegzurennen oder halt irgendwie am Leben zu bleiben. Seattle's safe point must be the last stronghold in all the Pacific Northwest. Anybody alive must be trying to reach it. Ja, wenn solche. Oh, da unten sind sie die Ärsche.
Ja, okay. Ja, wir springen da mal rüber. Oh, ja. Okay, so. Ich weiß ja leider schon fast, was wir tun müssen. Weil ich das Spiel, wie schon durchgespielt habe. Da oben war nichts, ne? Nee. Genau, wir können Sachen auch schieben. Das werden wir auch tun. Das heißt, der arme Kerl da unten wird leider ein bisschen Kopfschmerzen kriegen. Okay, knapp, jetzt springen wir runter. Genau, so können wir uns an Kanten hängen. Aber wie schon gesagt, blaue Energie, unsere Ausdauer geht weg. Deswegen müssen wir schauen, wie wir das machen. Das heißt, wir hängen uns jetzt hier rüber. Und lassen hier. Mit Y kann ich sie quasi aggressiv machen. Dann kann ich sie rufen. Und kann somit in Fallen oder sowas locken. Was ganz positiv ist. Ah, da kommen wir schon wieder welche. Schnell runter. Schnell runter. Oh nee. Nein. Achso, die fällt runter. Ja, der stirbt. Okay. So, jetzt müssen wir. Nee, das können wir nicht schieben. Aber wohin? Ach da, ja genau. Jetzt müssen wir es da hinschieben. Genau, so war das. Jetzt müssen wir es da die Wand schieben und müssen hier hoch. Also das Spiel hat auch ohne diesen Albtraummodus einen verdammt schweren Schwierigkeitsgrad gehabt. Also ich hänge schon lange an einer Stelle. Muss ich offen zugeben, aber dafür ist es umso herausfordernder und macht auch dementsprechend mehr Spaß. Ja, das ist natürlich lustig. Wir können Gegenstände in unserer Nähe benutzen, um unsere Feinde platt zu machen. Pass auf. Ja, ja. Also müssen wir wirklich vorsichtig sein. Ich bin sehr oft gestorben. Ich bin sehr oft gestorben. Wie schon gesagt, den Cutscenes und so bin ich leise, damit ihr auch alles versteht. Und ich hoffe, dass ihr mit mir diesen Albtraummodus noch zusammen genießt. So, genau. Und wir eine Menge Spaß haben mit diesem Let's Play. So, wir klettern erstmal hier hoch und springen da rüber. Ich glaube, schnell rüber springen, was runterfällt. So, jetzt muss ich kurz gucken. Ich komme uns, glaube ich, runterlassen. Ja genau, ich würde uns gedacht, dass wir rennen können. Also von der Story habt ihr gerade nicht mitbekommen. Ich erzähle auch wirklich nur das, was auf Ben and the others made it out. They deserve better than this world. Also wir waren eine Gruppe aus 5 Leuten. Die eine, die wir gerade erschossen haben, die war leider ein Zombie. Wurde gebissen. Und ja, jetzt sind wir geflüchtet, dementsprechend geflüchtet über Leiter und wir müssen einen anderen Weg finden. Und unser großes Ziel ist es eigentlich, ich habe die vorher im Bild sehen können, unsere Gruppe hat vor, einen Stützpunkt der Menschen zu erreichen, in dem es sicher sein soll. Das heißt, wir geben unser Bestes, um dahin zu kommen und lebendig anzukommen. Genau, wir können Türen einrennen, wenn das Zeichen da ist. Ist auch ganz praktisch, denke ich mal. Werden wir auch gut gebrauchen. Ich werde einfach. Achso, ja, genau. Hier können wir immer eine Nachricht lesen. Unseren Status quasi. Ben, Stella und Sam sind in den Van entkommen, mit dem wir nach Seattle gefahren sind. Anscheinend muss ich das Versteck nun alleine erreichen. Durch diesen Wartungstunnel gelange ich zum Highway, der mich direkt in die Innenstadt bringen wird. Gut. Also, ab in die Innenstadt. Oh. It says here the highway is at the end of this tunnel. It's a straight shot to the safe point. Shannon and Lydia might even be there by now. Gut. Also. Ja, ja, er hat gerade über Shannon und Lydia gesprochen. Das sind seine Tochter und seine Frau, die er auch zudem noch sucht und glaubt, dass die an dieser Sicherheitsstation bleiben sind. Sein können, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir also 2 Missionen. Oh, da liegt irgendwas. Wir versuchen. Dead people, corpses. They don't impress me anymore. Wir müssen gucken. Ich habe im normalen Spieldurchlauf nicht alle Secrets gefunden. Das wäre also ganz cool, wenn wir alle Secrets finden. Ja, Wendy, unser Charakter kann nicht schwimmen, das heißt, wir dürfen nicht ins Wasser fallen. Also
Wasser vermeiden. Wir können natürlich in nicht hohes Wasser reingehen, aber werdet ihr auch jetzt sehen. Seht auch jetzt. Jetzt. So. Aber ansonsten. Ich habe das Spiel halt wieder durchgespielt, weil es wirklich kein großes Spiel ist. Aber ich fand es sehr cool. Also es hat sehr Spaß gemacht. Und deswegen wollte ich euch dieses Spiel zeigen, weil ich der Meinung bin, dass dieses Spiel dafür, dass es sehr kurz ist, doch echt gut ist. Ich mag hier so Teil D-Jumping Run Games. Also zum Beispiel Mario oder Oddworld. Oddworld habe ich damals auch für die Playstation gespielt. Und ich stehe auf Jumping Run Games. Und sie stehen auf, wir sollten uns beeilen. Okay. Ja, wir rennen schon. Wahrscheinlich ist mit dem Albtraum-Modus gemeint, dass es keine Checkpoints mehr gibt. Denn ab und zu können wir so einen Checkpoint und wenn wir halt sterben, wachen wir bei diesem Checkpoint wieder auf. Wahrscheinlich ist es dann so, dass es diese Checkpoints dann auch nicht mehr gibt. Wahrscheinlich. Aber das dürfte eigentlich kein so großes Problem sein, hoffe ich. Wir rennen einfach mal, wir rennen. Und gehen weiter. Das ist von unserer Welt übrig geblieben. Eine sterbende Oase, kein Wasser, kein Leben. Der Krieg zwischen Menschen und Schatten. Verwüstung, die Interstate ist voller Verlassener. Interstate. Klingt komisch. Das steht ja so geschrieben. Egal. Interstate ist voller verlassener Fahrzeuge, die zur Flucht aus der Stadt benutzt wurden. Auf der anderen Straßenseite befindet sich eine Abkürzung zum Versteck. Gut, dann würde ich sagen. According to the map, I should cross this highway to get closer to the safe point. Okay. Heißt, wir lassen uns runter und springen darüber. So. Wir rennen. Hier unten war nichts, glaube ich. Doch, hier unten war ein Secret. Wie konnte man das nochmal machen? Nein, irgendwie konnte man das sich angucken. Ich habe vergessen, wie das ging. Nein. Keine Ahnung. Weiß nicht mehr. Irgendwie konnte man sich die Ausweise angucken. Ja. Wir laufen mal weiter. Wie die alle hier tot liegen. Okay, aber nochmal. This is what's left of our world now. These are the leftovers of the war between men and shadows. A snapshot of what we become. Bloody hell on earth. Ja. Aber wir rennen mal weiter. Überall Zombies. Nee, geht weg. Geht weg. Wir können einfach mal weiter und ignorieren hier einfach alle. Irgendwie konnte man sich nochmal abrollen. Das wird uns auch später erklärt. Ja, wir können. Wird uns hier nochmal erklärt. Wir können hier an Wänden hin und her gehen. Hin und her klettern. Kommt eine kleine schöne Stelle. Jetzt kommt hier nämlich ein. Ja, jetzt habe ich mich erschreckt. Okay, komm, Tommy, jetzt müssen wir hier stehen. Obi, ist weg. Alter, was ist das denn? Nein. Schnell vorbei. So, jetzt hoch. Oh, Leute, ich will noch kurz gucken auf die. Ja, okay, die Aufnahme läuft noch. Gott. Das war ja heftiger Leid gerade. Ja, das war ja sehr heftiger Frame-Einbruch. Na gut. Ja, jetzt können wir hier durch, nachdem wir den Zombie überlistet haben. Ja. Medizinkasten nehmen wir mit. Können wir leider nicht einpacken. Das heißt, wenn wir volles Leben haben und da liegt ein Medizinkasten, können wir den leider nicht mitnehmen, sondern müssen ihn leider liegen lassen. So. Eine Anfrage doch. Vororte. Es ist nicht immer leicht, die Begegnung mit diesen Schatten zu überleben. Doch zum Glück bin ich noch am Leben. Aber tief in meinen Inneren habe ich Angst. Wo sind meine Mädels? Meine Frau? Shannon? Meine Tochter Lydia? Werde ich sie je wiedersehen? Ich muss meine Freunde und meine Familie finden. Ich muss es schaffen. Okay, dann machen wir weiter. Ja, jetzt kriegen wir nämlich unsere erste Waffe, Leute. I found a firefighter's axe. Ja, wir können auch kämpfen. Jetzt haben wir eine Feuerwehr-Axt. Thanks, buddy. So, wenn wir zuschlagen, können wir auch an Ausdauer. Das heißt, wir können nicht ewig kämpfen.
Jetzt machen wir ein bisschen. Als können wir das Schloss zerstören. Genau durch. Sollten aber auch trotz unserer Axt nicht um den Kampf gehen. Da das auch. Ach, da oben schon erfahren ist. Kann ich mal zeigen hier. Guck mal hier. Jetzt kämpfe ich. Wir hauen das da ein bisschen kaputt, ja. Und kann ich ausholen zum Endschlag. Wenn ich auf dem Boden nehme, dann kann ich den mit viel Gewicht halten. Endschlag machen. Aber ich merke gerade, wir verlieren viel mehr Ausdauer. Habe ich das Gefühl. So kommt mir das vor. So kommt mir das vor. Also ich war der Meinung, dass man ich vorher nicht so viel Ausdauer verloren habe. Das macht natürlich problematisch, ne? Ja, da unten ist er am Fressen. Bah. Okay. Ich überlege gerade, wie das war. Ach ja, genau. Wir können jetzt da runterklettern. Dann können wir unten an so einen Knopf das Auto runterlassen. Das fällt dann auf den Zombie drauf. Und links, der unten am Boden liegt, der steht dann auch auf. Dementsprechend genau. Jetzt. Tag. Jetzt machen wir den Plan. Oder auch nicht. Ich springe einfach rüber. Hopp. Und darüber hopp. Mit zu viele. Das sind eindeutig zu viele. Das sind eindeutig zu viele. Hauen wir die Bretter mal kaputt. Gehen mal rüber und schauen mal, wo wir sind. Kein Zombie. Damn Storm. Lydia? No. I must be tired. My mind is wandering. Ja, wahrscheinlich. Ach, falsche Taste. Ups, ich wollte eigentlich die Tür aufmachen. Den Spind aufmachen. Ah, okay. Den ganzen Morgen flog eine Tagebuchseite. Den ganzen Morgen flogen die Hubschrauber. Verdammt, schon wieder. Das ist derselbe, die ganze Nacht über den Tal rumgeflogen ist. Offenbar kümmert sich das Militär endlich um das Problem. Sie senden eine Nachricht. Die Einwohner sollen am Nachmittag zum Flugplatz kommen. Sie sagen, wir müssten uns beeilen. Es sieht so aus, als will uns die Armee in ein sicheres Gebiet bringen. Dann ist die Stadt nicht länger sicher. Eine Kleinstadt abgelegen und umgeben von einem tiefen Wald, geschützt durch die Berge. Ist nicht länger sicher? Was zum Teufel reden diese Leute denn da? Ich begreife das alles nicht. Hope. Hope, was für eine Ironie. Die Stadt ist zu einem Ort ohne Hoffnung geworden. Ich muss etwas unternehmen. Meine Familie ist in Gefahr. Was immer das auch ist, es ist in Kanada angekommen. Okay. Gut. Was ich dazu sagen muss, ich habe die ganzen Tagebuchseiten, die ich zwar gefunden habe, nicht durchgelesen. Das heißt, ich kenne die selber nicht. Weil ich das Spiel einfach irgendwie nur. Das hat mir zu viel Spaß gemacht. Ich wollte nicht lesen. Oh mein Gott, das war knapp. Man sieht dem nicht. Ist ja Wahnsinn. Tja. Jetzt verstehe ich, warum die Gehirne essen wollen. Ich muss umgehen, genau. Wir drehen das um und klettern wieder hoch. Ich werde die Parts auch nicht so lang machen wie Cuphead. Ich werde wahrscheinlich nur 20, 21 Minuten lang machen. Ich werde gucken, wie es läuft. So. Okay, jetzt müssen wir rennen. Ohne Pause. Wir müssen rennen. Wir dürfen nicht anhalten, sonst sind wir tot. Das sind zu viele. Wir rennen weiter. Shit. Ah, Jetzt. Weiter. Und. Rennen. Schnell rüber springen. Tag. So, ne? Ach, war ein Sieg, so war das. Okay. Ich mach das tot, ja. So, jetzt muss ich kurz gucken, wo ich hin muss. Ah ja, ja genau. Ich muss einfach nur hoch. So war das. Stupid Shadows. So, spring! Okay, hier sind keine mehr, oder? Nee, das waren noch schon alle. Trotzdem sollten wir vorsichtig sein. I can hear something. I don't understand, man. If he's already dead, why do we need to hang him? Power must be made visible. They should know that we're keeping watch on him. Who? Those things? No, I mean the survivors. Besides, what the hell do you care? Orders are orders. Come on, let's go get the next one. God!
a ton. Hey, buddy. What lasts longer? Bricklayer's house or carpenter's house? I bet you $100 you can't solve it. Carpenter's? Listen, when someone asks you something like that, you just answer, the toughest house is the grave digger's. All gravestones last forever. Till fucking doomsday. You asshole. Tja, mit den Toten soll man nicht spielen, sagt man doch so schön, oder? What did they mean, keeping an eye on the survivors? Orders from who? The new law. They mark their kills. That's some kind of message. As if this world isn't already dark enough, Seattle isn't a safe place. Everyone I care about is in danger. So, okay, wir verlassen uns, jetzt kann ich wieder reden. Wir müssen den erstmal hierher locken. Wir müssen ja rechts an die Bretter und wieder mit der Axt zerstören. Genau, und jetzt rüber. Zerstören. Okay, und weiter. Hopp, 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 hopp. Und springen. Hoch, hoch. Geht eilig voran mit uns. Aber, wie schon gesagt, das Spiel ist am Anfang noch ganz easy. Aber wir sollten aufpassen, sondern das jetzt. Hier bin ich einige Male gestorben. Hier oben war nicht drin. Okay. Durch. Hoch. Hoch. Ah, wieder hoch. Und hopp. Ja. Ich weiß noch nicht, wann der nächste Speicherpunkt kommt. The news was right. Something big happened in the city. People went to war against the shadows, military and common man alike. It didn't end well. Ich weiß nicht, ob ich sonst noch mal einen Cut mache. Aber wisst ihr was, Leute? Genau, ich mach mal einen Cut und dann mal sehen wir uns gleich wieder. Ich spiele die nächste Runde einfach weiter. Und dann, weil ich denke, es hat noch nicht gespeichert. Ich denke, wir sollten bis zum nächsten Akt spielen. Ich sollte bis zum nächsten Akt spielen. Das heißt, das Video hier wird dann wahrscheinlich hochgeladen sein. Und der nächste Part, der kommt hin. Danach. Also, bis gleich.